Hallihallo, meine lieben Mummis, willkommen zu einer weiteren Tagesquest von Assassin's Creed Origins. So, ich habe mit Reda gesprochen und wir sollen die Waren finden und zurückholen. So, warte mal, eine kurze Ansage hier, einen Moment. So. So, die Tagesquest haben wir jetzt 100. Nach diesem Video haben wir sie 122 Mal gemacht. Oh Mann, das dauert noch ein bisschen. Bis wir sie 365 Mal gemacht haben, dass wir das ein ganzes Jahr durchgezogen haben. Aber egal. Wir ziehen das eiskalt durch. Sollen wir mal unsere Montur anziehen, die wir gestern gekriegt haben? Unsere tolle Belohnung. Komm, wir werden auch mal zum Pharao. Wir ziehen sie einfach mal an. Ziehen wir gleich wieder aus, wenn wir bei Räder sind. Einmal starten wir durch damit. Oh, wo ist sie? Wo bist du? Da ist sie. Insignien des Pharao. Legendäre Montur. Sehr schön. Wie sehen wir aus? Oh, nice. Ja, da passt er zu Ägypten, oder? Sind auf jeden Fall ein König. Deswegen werden wir die jetzt da unten ganz locker wegmetzeln. Mit unserer neuen Montur hier. Killer einfach nur. Einfach nur Killer. Das ist auf jeden Fall cool. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Tagesquests zu machen. Wer auf Assassin's Creed Origins richtig Bock hat, allgemein auf Assassin's Creed, der macht doch jeden Tag seine Tagesquest. Ist einfach so. Es macht ja auch Spaß. Vielleicht starte ich nachher einen Livestream. Ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll. Mit Fortnite oder mit Assassin's Creed hier Fluch der Pharaonen? Oder das andere von den Season Pass, den ich mir geholt habe. Wir schauen mal. In meinem Urlaub gibt es auf jeden Fall einen Livestream. Alles versprochen. So, dann machen wir die mal platt jetzt da. Komm bei, lass los. Meine Güte, warte doch nicht immer 5 Stunden, ey. Hey, was? Hey, ho. Ich töte dich! Oh, du machst gar nichts, Kollege. Zack, 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 bang, boom, bang, bam, bam. Tschack, klopf. Oh ja! Hey! Wer ist denn? Bam! Weg ist er! So, schnappen wir uns die anderen beiden da oben auch noch. Da hier ratzfatz geht das, mein lieben Homies. Ratzfatz. Wie immer professionell. Ja, nicht übertreiben, ne, aber. So schlecht sind wir gar nicht. Was ist los? Willst du kämpfen? Habt ihr gesehen? Zack, 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 zack. Was macht der noch gehen oder was? Will der hier zurückspringen oder was? Digga, gibt es nicht. Ja, diese. Schlaft, meine Fans. Schlaft. Autogramme gibt es später. Ja damit. Das ist alles, was ich für Reda tun sollte. Ich besuche ihn. Ja, hört sich auf jeden Fall gedämpft an, die Stimme unter der Maske. Auch gut gemacht. So, können wir uns denn da hinbeamen wenigstens? Ja, Mann, können wir mal, die Mumis. Sehr schön, nice. Dann geht das schneller. Gleich kommt eine Runde Fortnite. Aber wie gesagt, ich war gestern unterwegs und da ist echt eine miese Internetverbindung. Das hat, glaube ich, für ein 15-minütiges Video. Boah, lass mich nicht lügen. 7 Stunden oder so. Richtig kacke. Selbst meine Folge von Assassin's Creed hat locker fast eine Stunde gedauert. Das ist richtig behindert. So, komm, mach. Diese Ladezeiten sind echt mies hier bei Assassin's Creed Origins. Das muss man ja mal sagen, ne? Krasse Lebensverschwendung. Da müssen sie sich eigentlich was einfallen lassen, weil das dauert echt viel, viel zu lange. Ich will gar nicht wissen, wie viele Minuten wir dafür schon verballert haben. Ehrlich gesagt, wie viele Stunden. So, haben wir unser Reittier wieder mit dabei? Wo ist Lavina? Ah, ist Lavina, Loco. Ja, yeah, wunderbar. Sehr schön. Ne, Loca, ne, ist das so. Wo ist die Montur? Montur, Montur, Montur. Es ist ganz schön heiß hier unter der Maske. Deswegen ziehen wir uns wieder um. Was haben wir denn hier? Wir können irgendwann mal so ein Video machen, da stellen wir alles vor, was wir am Start haben. Ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall. Okay, das war's. Dann ab zu Reda. Gib Gas, Lavina. Dann haben wir die Tagesquest auf unsere Art wieder abgeschlossen. Sehr schön. Da sind wir auch schon bei Reda. Reda, mein Bro, was geht? Deine Bezahlung, wie versprochen. Na, was bekommen wir denn schön?
Einen weiteren Bogen, stummer Bogen, ein seltener Raubtierbogen. Raubtierbogen ist immer gut. Damit können wir uns eigentlich direkt ausrüsten, oder? Das nehme ich auch. Ne, das ist ein Jagdbogen. Ja, egal. Machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. So. Lavina, komm her. Meine lieben Homies, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Tagesquest. Auf Wiedersehen.